Herzlich willkommen von Vom Adventure. Ja, jetzt bin ich da, die Nacht. An einem schönen kleinen Hafen habe ich geschlafen, mein Sohn und seine schwangere Frau ist ja gekommen. Wir sind jetzt eine Woche zusammen, ja, und ich werde dann irgendwann zum ersten Mal Großvater, stellt euch das vor, ich und Großvater. Ui. Ja, mal schauen, was das für mich heißt. Ja gut, ich nehme euch wieder mit und mal schauen, was wir diese Woche alles so erleben. Eine Woche bin ich schon in der Türkei und jetzt wollte ich mal essen gehen. Und hier in diesem kleinen Ding und dann haben sie die Hunde gesehen und jetzt kommt der Alpub mit Fleisch raus. Die besten Stücke kriegen die Hunde. Mal gucken, ob es noch was für uns hat. Raubtierfütterung. Der Herr da mit dem Schwarzen, der Koch, der bringt immer Fleisch. Die besten Stücke. Einen ganzen Sack mit Knochen hat er uns noch gegeben. Und hier ist momentan ein Schlafplatz für meinen Besuch. Ja, jetzt ist Full House. So, das ist die Mutter vom Besitzer des Restaurants, der Sohn. Da wird gekocht für uns und mein erstes Essen. Da ist mein Sohn mit seiner Frau, die jetzt bald ein Kind kriegt, das habe ich schon mal gesagt. Und die Vorspeise. Die Hunde werden echt verwöhnt. Frisches Fleisch. Aber heute gibt es kein Abendbrot. Wir sind jetzt von Ardense den Fluss aufwärts hochgefahren, weil wir einen Platztipp bekommen haben. 20 Kilometer weiter oben dürfen wir übernachten und da fahren wir dann hin. Jetzt haben wir hier Zwischenstopp gemacht. Hinter mir seht ihr, das sind alles Teeplantagen. Alles ist voll mit Tee hier. Auch da oben, hier kommt vielleicht euer Tee her, wo ihr immer trinkt. Ja, an den steilen Hängen. Gut. Wer will, kann hier Riff Rafting machen. Oder dieses, wie heißt das, Zicklein. Da mit dieser Schnur und so. Und hier diese alte osmanische Brücke, das ist die Attraktion hier. Das ist unser Platz, den wir gekriegt haben und hinten habe ich die Luftfeder ganz runtergelassen. Vorne ganz hoch, das ist das Maximum und er steht so ziemlich gerade. Ja, mit einem schönen Flussgeräusch. Hinten ist zwar die Straße, aber nicht viel Verkehr. Es ist richtig touristisch hier, alle überall Bungalows, der ganze Flusslauf hoch. Ja, sie sind da überall am Bauen. Dann hoffen wir mal, dass es kein Jahrhundert Hochwasser gibt. Und hier Teeplantagen. Wusste ich gar nicht. Hab nie gewusst, wie Tee aussieht. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene. Wir fahren jetzt weiter durch dieses touristische Tal hoch. Hier ein Dorf. Und viel Gegenverkehr. Von diesen osmanischen Brücken sieht man immer wieder manche sehr dünn, aber es hält. Wir sind jetzt ganz weit hinten im Tal und die Straße ist immer kleiner geworden. Aussicht hier, die Straße ziemlich steil, alles gepflastert und vor uns eine Burg, die schauen wir uns jetzt an. So, mitten in der Burg, die Wölfe erkunden natürlich alles und wir haben Glück, wir sind die einzigen Touris hier. So, jetzt sind wir im Turm.
Hier waren natürlich mehrere Stockwerke mit Holzbalken. Da sieht man noch die kleinen Reste. Und jetzt ist der Himmel auch offen. So, jetzt steigt, lass ich mal die Drohne steigen. Und tschüss. Die Straßen sind so schlecht, jetzt montiere ich wieder meine automatische Reifenfüllanlage während der Fahrt hin. Seit Marokko, Ausreise habe ich die weggenommen. So, wir sind am Weiterfahren. Interessant hier mitten auf der Straße ein Durchgang. Wir gleich durch. Wir kommen den Schneebergen immer näher. Wir sind auf 900 Meter erst. Man beachtet die Bäume links, bemoost, rechts auch. Interessante Gegend. Hier hinten gibt es schon lange kein Internet mehr. Krass die Menge Wasser, die da runterkommt. So, ich glaube, im letzten Touridorf machen wir eine Pause, trinken einen Chai und die hatten gerade Stromausfall. Oh, jetzt wieder, schade, dann gibt es kein Internet. Die letzte Möglichkeit für Internet. Ja, und so sieht das dann aus hier. Ah, das ist antik, das gefällt mir. So, ich habe die Polizei gefragt, ob die Straße passierbar ist. Und jetzt gucken die alle mein Fahrzeug an. Interessant. Die ganze Polizeigewerkschaft guckt meine Videos. Weiter hoch, so weit wie es geht. Irgendwann wird Schnee kommen. Ja, die Türkei hat auch Berge und richtige Wasserfälle. Die mal runterkam, musste alles freigeräumt werden. Wir fahren durch die Schneemade. Ja, die Polizei hat gesagt, irgendwann geht es nicht weiter wegen Schnee und hier ist fast ein Gletscher. Wahnsinn! Das sieht geil aus. Ab jetzt nur noch Piste. Wir erreichen ein Bergdorf. Es geht richtig steil hoch. Viel Wasser vom Schnee. Aha, da ist dann. Vielleicht geht es da nicht weiter. Mal schauen.
Also hier endet die Straße. No problem. Ah, der ist fertig. Und die geht da durch. Ah. Jetzt kommen wir gar nicht in den Sinn, ja, ein türkischer Vorgang. Ja, sogar fertig. Also das war nichts mit dieser Lawine, sicher einen halben Meter bis Meter tief, keine Chance. Jetzt fahren wir da ein kleines Dörflein, mal gucken. Also wir waren auf 2000 Meter oben und jetzt mal schauen. Da ist Sackgasse, aber wir gucken einfach mal. Es geht wieder zurück. Alles Sackgasse da oben. So, wir haben wieder normale, fast normale Straße erreicht. Jetzt geht es runter, da wo wir Internet haben, da werden wir übernachten. So, neuer Morgen, wir sind ein bisschen am Spazieren und jetzt schauen wir uns diese Brücke an. Also das ist der Wahnsinn, die ist so dünn und sie kracht noch nicht zusammen. Man könnte meinen, die müsste doch runterfallen, aber sie hält. Aber ich denke, die hat irgendwie in den Steinen noch Verbindungen, vor allem in der Mitte.
Ja, Bären hat sie auch, aber leider noch keinen gesehen. So, jetzt geht's zum Rafting. Das ist, wenn man Kinder hat. Die wollen immer wieder mal Action. Also, aber doppelt so viel Wasser wie das letzte Mal. Also, dann gehen wir. Leider kann ich dabei nicht filmen. Nicht mal 2 Meter in Georgien, oder wir sind noch nicht in Georgien, vor der Grenze, und da habe ich mich festgefahren. Scheiße. Ram rechts, hinten, unten. Aber ich habe das Auto mit den Luftbälgen ganz hoch gehoben. Das ist ein Vorteil. Und dann Reifendruck runter und Sperre rein, Sandbleche. Dann konnte ich wieder raus. Evet arkadaşlar, Artvin Hopa Kemalpaşa'dan sesleniyoruz. Şu anda arabamız batmış durumda. Dört kafada bira içmeye giderken arabayı batırdılar. Evet, evet. Go, 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 go. Basma, basma. Da basma, basma. Okay, okay. My friend, very bad. You talk. Seni hot iş yaparım bak. No. Slow down. Abi konuşsana ha. Hadi. Seni adam bilmeyen de gidiyor. Adam ne diyor? Konuşsana. Oğlum adam bizimce anlamıyor. Adam tam anlamıyor. Okay. Okay. No enemy. Okay. Of, of. Okay. Yo, yo. Let's go. Okay. Gaz basmasın, gaz basma, gaz basma, gaz basma ha. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hop, stop, 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 hop, 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 hop. Tamam, dur. Hop. Okay, stop at the place, sökün hadi. My friend, you name. Your name? Vomo Adventure. Look here. Ha, Vomo. Yeah. You. It's cook. You can stop. Yeah, yeah. Stop here. Dur, dur. Tamam. Hey. Hala. Hala, hala, hala. Thank you, thank you. My friend, you are a good man. Abi, abi, çek. You're very good man. In Georgien, die Grenze ging relativ schnell diesmal, und jetzt fahren wir durch Batumi durch zum Nationalpark. Wir sind noch an einer Quelle am Wasser tanken mit Pumpe, 6 Liter pro Minute, dauert halt so 150, reicht. Etwa 6 Kilometer Durchfahrt durch den Nationalpark ist ziemlich bewachsen. Ja, und Georgien ist auch das Land der frei lebenden Tiere, weil die sind immer frei, die haben es schön hier. Gehen spazieren. Ein richtiger Dschungel. Wir wollten eigentlich nur kurz schauen gehen, und jetzt, ja, geht's zum Wasserfall. Was soll's? Da hinten ist er. Wir haben es bald geschafft. Da. Da ist das Ding, wegen dem wir 7 Kilometer laufen.
Ah, schön kühl. Es ist heute 30 Grad und feucht. Wow! Nach dieser anstrengenden Wanderung ein Glas Wein haben wir verdient. Und da hinten ist die Fritteuse, es gibt Pommes und ein Lagerfeuer. Ach, es gibt doch kaum schönere Plätze da am Flüsschen. Jetzt wird grilliert, da ist das Fleisch noch von der Türkei und Pommes. Jetzt sind wir in Butami, wie heißt es? Ja, im Bambuswald. Mega interessant. Weil die Teiler, sie sind so groß. Also der Weg ist ziemlich veraltet, da kommt fast keiner mehr durch diesen wunderschönen Bambuswald. Hey, das ist der Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen, weil ich war noch nie in Asien. Der Baumweg. Also wer von euch mal in Batumi ist, dem würde ich unbedingt empfehlen, diesen botanischen Garten anzuschauen. Am besten mit einem Tretroller oder dann mit so einem Elektroteil, weil er ist riesig und ja, zu Fuß kann man gar nicht alles sehen. Es ist Wahnsinn. Also sehr interessant, ganz viele Bäume von der ganzen Welt, gerade für Gärtner. Wenn die jede Pflanze kennen, dann nehme ich meinen Hut ab. So, ich bin jetzt in Batumi und auf diesem Stellplatz, wo die meisten sind. Und hier treffe ich einen von Südkorea, selber YouTuber, viel größer wie ich, einiges größer. Und der hat ein interessantes Fahrzeug. Ja, das sind natürlich Profis. Und das Interessante ist, da hinten ist eine Klima. Die haben mir das, oder ich ihnen, das nachgemacht. Sie haben aber nicht selber gebaut, aber das war mal ein Schulbus. Und die sind, glaube ich, ganz bekannt in Südkorea. Also ich war nicht der Erste mit der Idee Klimaanlage, weil hier unten ist die Klima. Und er hat auch schön kühl drin wie ich. Perfekt. Jetzt filmen sie mich gerade. YouTuber, die haben glaube ich 70.000 Follower, viel mehr Klicks. Aber ich kann es nicht lesen, das ist alles so chinesisch geschrieben. Aber mal interessant, Südkorea hierher. Jetzt habe ich Ihnen die Waschmaschine gezeigt, weil die kommt von Südkorea. 안타깝게도 우리 캠핑카에는 이 세탁기를 설치를 못하고 저희가 출발을 했거든요. 근데 여기 오라버니께서 우리 미니를 우리 미니를 So, alle die Interesse haben an ihrem Channel, der steht hier MJYTV. Das müsst ihr eingeben in der Suche und dann kommt dieser Schulbus. Nochmal was zur Waschmaschine. Die wird angeblich in Korea nicht mehr gebaut. Sie wollten nämlich auch eine einbauen, haben aber keine mehr gefunden. Keine Ahnung, ob in Europa die auch langsam ausgeht. Ich habe ja meine damals vor 3 Jahren noch locker in Frankreich gekriegt. Ja, wie sind da eure Erfahrungen? Yeah, we will travel the world. Yeah, to work
Also sie sind von Korea nach Vladivostok rübergeschippert nach Russland, über 10.000 Kilometer gefahren, haben 2 Monate Zeit gehabt, die brauchen kein Visum. Asia. But I want to go to Asia. I want to go like how about Thailand or yeah, I've never been. But I would like to like Vietnam. Also 2 Stück, die haben sich unterwegs getroffen. Hi und Ai, also hin und wieder Hai nach Hause. Und in Russland, seit sie Russland-Videos gemacht haben, sind ihre Klicks in die Höhe geschnellt, weil die Koreaner offenbar interessiert sind über dieses Land. Bei uns wird es vielleicht anders sein, ich weiß es nicht. So, wir gönnen uns an der Beach einen Eiskaffee und sogar die Hunde haben was gekriegt. Wir haben ihnen 2 kleine Gefäßlein hingestellt zum Trinken, ganz nett. Hä? So, das war eine Woche und schon ist es wieder vorbei. Jetzt fahre ich dann nach Tbilisi und bleibe da eine Woche. Ihr hört wieder von mir in einer Woche. Und vergesst den Daumen hoch nicht zu machen, das hilft mir. Vielleicht sogar teilen. Ihr findet mich auch auf Instagram unter Womo Adventure oder eben Polar Steps. Der Link ist da unten in den Bemerkungen. Und ja, bis bald und tschüss.